Willkommen zu einer weiteren Folge von Evergreen Media TV. Mein Name ist Alexander Russ und heute unterhalten wir uns darüber, wie kann man auf Platz 0 ranken und zwar mit Google Answerboxen. Das ist noch ein relativ neues Feature und deswegen schauen wir uns jetzt erst einmal die Fakten und Zahlen über das ganze Thema an. Also zuerst einmal, die Google Answerbox ist eine direkte Antwort in den Suchergebnissen zu einer typischen Frage aus einer Nische und die wird immer auf unter Anführungsstrichen Platz 0 angezeigt. Das heißt, man outrankt auch die Nummer 1. Dann die Antwort, also diese Antwort, die in den Suchergebnissen präsentiert wird, wird aus einer Webseite in den Top 10 ausgelesen. Jetzt muss man aber nicht auf Platz 1 ranken, das heißt, man kann eigentlich auf Platz 9 ranken, aber man hat trotzdem das Platz 0 Ergebnis, sodass man eigentlich sogar noch vor der Nummer 1 steht. Dann, um zu verdeutlichen, wie essentiell es mittlerweile geworden ist für die ganze SEO-Geschichte, dass man sich mit dem Thema befasst, ist, dass 15% aller Suchanfragen oder Suchergebnisse weltweit so Rich Answer oder eben Google Answer Box anzeigen. Das heißt, man kann das Ganze nicht mehr ignorieren, weil es einfach Nischen gibt. Es bringt dir nichts, auf Platz 1 zu ranken, wenn drüber einfach eine große Box angezeigt wird mit Bild und viel Text, weil man einfach nach unten geschoben wird. Bei den Google Answer Boxen unterscheidet man jetzt zwischen drei Varianten. Zum einen ganz normaler Absatz, dann wird einfach ein Titel angezeigt und ein Absatz, der was aus der jeweiligen Webseite ausgelesen wird. Und das tritt in ungefähr 63% der Fälle auf. Dann gibt's die Liste. Das ist natürlich, man hat auf seiner Website irgendeine Bullet-Point-Liste, typischerweise ein Rezept beispielsweise, also wirklich die Schritte, wie man irgendwas kocht. Und die werden ausgelesen und dann als Answer in die Suchergebnisse direkt angezeigt. Und da sind wir eben bei 19%. Und die letzte Variante, die was eigentlich doch vor allem jetzt im deutschsprachigen Raum relativ selten ist, ist die Tabelle. Also ich habe auf meiner Webseite in diesem Fall eine Tabelle, sagen wir mal, ich habe einen Vergleich von den besten WordPress-Hosting-Anbietern. Und das wird ausgelesen und direkt in die Suchergebnisse präsentiert. Und weltweit ist es eben in 16% der Fälle. Wir wissen jetzt, wie das grundsätzlich einmal alles funktioniert und jetzt schauen wir uns an, wie kann ich das erzeugen, also wie kann ich optimieren, sodass meine Webseite eine Rich Answer produziert und sodass ich auf einmal auf Platz 0 rank. Und der erste Schritt ist einmal, wie immer bei SEO, die Keyword-Recherche. Ich muss in meiner Nische schauen, was sind jetzt Suchanfragen, die wirklich eine Frage implizieren. Und das ist nicht immer ganz klar, weil es muss nicht unbedingt als Frage formuliert werden, weil zum Beispiel der Suchbegriff Kaschmirwolle liefert trotzdem eine Rich Answer aus, weil typischerweise die Suchintention hinter dieser Suchanfrage ist, dass man wissen will, was ist Kaschmirwolle, wo kommt das her, wie wird das verarbeitet etc. Das heißt, man muss wirklich recherchieren und da kommen wir auch zum zweiten Schritt. Ich recherchiere, gebe diese Keywords ein und schaue, ob die jetzt schon eine Answerbox liefern. Weil, wenn mein Konkurrent, der jetzt zum Beispiel in der Answerbox angezeigt wird, einen schlechten Job macht, ist das natürlich easy peasy, weil ich mache einfach jetzt die Optimierungsschritte, die wir jetzt gelernt haben, ich mache es einfach besser wie er und dann, bam, bin ich der was da rankt. Damit das grundsätzlich überhaupt einmal funktionieren kann, dass meine Seite für das verwendet wird, haben wir ganz am Anfang schon geredet, ich muss in die Top 10 ranken. Also ich kann nicht auf Platz 16 ranken und mir erwarten, dass ich da auf Platz 0 gezeigt werde, sondern ich muss mindestens auf der ersten Seite sein, damit ich überhaupt in Frage komme für Rich Answer, weil es natürlich auch ein Teil Autorität ist, die man braucht, damit man da angezeigt wird. Und Google muss sich sicher sein, dass das was Seriöses ist. Und Google vermutet ja, wenn man in die Top 10 rankt, ist natürlich nicht immer so, dass man seriös ist. Und dann kommen wir zur Implementierung, was eigentlich relativ simpel ist. Man braucht keine strukturierten Daten, man muss nichts in
Microdata oder in JSON-LD implementieren, sondern man muss einfach klar auf seiner Webseite strukturieren, dass man zum Beispiel die Frage hat man als H1 oder als große Zwischenüberschrift und dann hat man wirklich kurz und prägnant, klar, als Absatz, als Liste oder als Tabelle die Antwort auf diese Frage. So einfach, wie das jetzt präsentiert ist, natürlich nicht, weil es ist wirklich wichtig und deswegen ist oft auch Wikipedia, die Antwort muss extrem korrekt und möglichst genau sein. Das heißt, ich brauche einen Absatz, wo ich kurz und knackig, aber sehr korrekt sage, die Frage halt beantworte. Das heißt, es reicht nicht nur aus, dass ich das schön formatiere und klar formatiere, sondern ich will auch unbedingt, dass das eine gute Antwort ist. Und Google ist mittlerweile soweit durch beispielsweise den Google Hummingbird Algorithmus, dass sie wirklich erkennen können, ist das jetzt wirklich eine gute Antwort, jetzt, wenn man sich das so analysiert, oder ist das nicht so gut. Und das ist eben einer von den Gründen, wieso Wikipedia die Answerboxes total dominiert. Zu guter Letzt ein kleiner Hack bei dem Ganzen, weil wir haben jetzt das alles richtig umgesetzt und wir haben jetzt unsere Answerbox und so weiter, aber wir wollen das ja auch möglichst ein bisschen, sagen wir mal, an die Spitze treiben. Ich ranke jetzt auf Platz 0 und jetzt will ich natürlich auch noch, dass möglichst die Nummer 1 so weit wie möglich nach unten geschoben wird und dazu schaue ich, dass ich bei der Answerbox möglichst die maximale Länge ausnutze. Also, ich optimiere das alles, ich schaue mal, dass das grundsätzlich alles funktioniert und dann schaue ich, dass ich es an die Spitze treibe. Das heißt, mehr als 6 Punkte, also wenn wir von einer Liste reden, oder mehr als 6 Zeilen, wenn wir von einer Tabelle reden und einfach, ich habe jetzt den Absatz, am Anfang mache ich mal einen ganz normalen Absatz und dann schaue ich, wie lang kann ich den Absatz machen und dass ich trotzdem als Google Answerbox angezeigt werde. Ihr seht, es ist also grundsätzlich einmal nicht so schwierig. Das Schwierigste bei dem Ganzen ist natürlich einmal überhaupt in die Top 10 zu kommen. Aber wenn man dort ist, die Intention von der Suchanfrage passt, muss man eigentlich nur ganz normal klassisches HTML machen, einfach eine klare Struktur haben und boom, rankt man auf Platz 0. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen und bis zum nächsten Mal.